Allison kommt zurück? Na endlich! Wer ist Allison? Was? Max' feste Freundin, die für 3 Monate als Freiwillige bei den Earth Corps gearbeitet hat. Wie konntest du ihren Namen vergessen? Weil ich ihn mir nicht aufs Handgelenk geschrieben habe. Dad. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie bald hier ankommt. Max benimmt sich furchtbar. Allison! Du kommst zurück, Sam! Könnte sie deswegen weg sein? Ja, genau. Und jetzt färbt das auch noch auf eure Mutter ab. Allison, Max' feste Freundin, Sam! Wow, das ist wie ein Musical, ohne gute Lieder und Tänzer. Kommt mit und bestaunt das Festessen, das ich vorbereitet habe. Mm. Ich habe alle Lieblingsgerichte von Allison gekocht. Grünkohltacos, Krautdogs und Brokkoli-Burger. Oh, kein Wunder, dass sie so wütend ist. Oh, keine Sorge, ja? Genau für solche Fälle habe ich den Notfall-Fleischknopf eingebaut. Deshalb riecht unser Haus wie ein Schinken. Das ist Allison. Max' Freundin liebt ihn. Max, ich mache Schluss mit dir. Wow, ich hab mich voll getäuscht. Ich hab erkannt, dass nicht du mein Seelenverwandter bist, sondern die Erde. Diese blöde Erde, ich hätte sie doch vernichten sollen! Ja, die Erde ist echt der Horror. Ich versuch doch bloß, ihm eine Stütze zu sein. Du brauchst sie nicht, Max. Im Meer gibt's noch mehr Fische. Und unter unseren Stühlen. Kommst du klar, Schatz? Ja. Ja, mir geht's gut. Ja. Ich werde nie wieder jemanden lieben. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein völliger Ernst. Oh nein, die wurden von Professor Schickimicki angegriffen. Von mir aus hätte das schon eher passieren können. Sie sehen super aus. Wir sind einfach nur 2 reife Individuen, die sich mit ihren Eltern erwachsen unterhalten möchten. Das stimmt. Also macht es euch bequem und trinkt ein Tässchen Kaffee. Da sagen wir nicht nein. Nein. Das schmeckt wie Dreckwasser. Daraus besteht Kaffee doch. Wir glauben, dass wir bereit für ein erwachseneres Level des Superheldentrainings sind. Bei Phoebe habt ihr auch in unserem Alter angefangen. Ja, Phoebe war was Besonderes, genau wie ihr beiden. Wir haben schon ein paar starke Bösewichte besiegt, wie die Märchenprinzessin beim Abschlussball. Dürfen wir eure Erinnerung daran auffrischen? Ich kneife euch bis in die nächste Woche. Aber so kam's nicht, weil Billy sie gesäppt hat und ich sie in eine Kiste gesperrt hab. Ich bin gesäppt worden. Leb wohl, grausame Welt. Ab in die Kiste, Scarlett Johansson. Und noch ein Bösewicht-Ding festgemacht von Billy und Nora. Okay, überzeugt. Die Sache geht klar. Wir treffen uns morgen Nachmittag in der Auffahrt und fangen dann mit eurer neuen Phase des Superheldentrainings an. Nora, wir haben es geschafft. Hab doch gesagt, es funktioniert. Hey, darf ich jetzt rauskommen? Hallo?